Feuchte, ursprüngliche Landschaften gefallen dem Wasserbüffel. Seine einstige Bedeutung als Arbeitstier, etwa zum Ziehen des Pfluges, verlor er mit der Technisierung der Landwirtschaft. Für die Milch und das Fleisch gab es lange Zeit keine öffentlichen Zuschüsse, ganz anders als beispielsweise für Ziegen. Und so wurde der Wasserbüffel in Thrakien zu einer Seltenheit.